Mein heutiges Bier ist mal wieder ein Wunsch von euch und das Ganze kommt aus dem TikTok-Universum. Was das für ein Bier ist und aus welcher Stadt es kommt, das verrate ich euch in 6 Sekunden. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und mit mir heute mal wieder auf Bierentdeckungsreise geht, denn das heutige Bier ist mal wieder ein Tipp von euch und zwar kommt das von meiner TikTok-Community. Da bin ich auch seit einiger Zeit aktiv, also vielleicht mal eure Teenager darauf hinweisen. Bei TikTok gibt es auch Probier-TV und da mache ich eben, wie gesagt, auch Bierverkostung, allerdings natürlich in TikTok-Manier und in verkürzter Variante. Kennt ihr hier von YouTube die Shorts? Und ja, da gab es einen Bierwunsch oder da gibt es eigentlich Milliarden Bierwünsche, aber hier und da versuche ich dann auch mal Dinge zu erfüllen, weil sie mir einfach auch sehr spannend erscheinen. Und der Tipp hier war, von der Dortmunder Bergmann Brauerei doch mal Biere zu verkosten. Und jetzt habe ich mir gedacht, Moment mal, Dortmunder Bergmann Brauerei habe ich noch nie gehört. Und ja, tatsächlich ist das auch eine eher neuere Brauerei, wobei die Geschichte vergleichsweise lang ist und insofern nehmt euch jetzt mal ein bisschen Zeit. Die Brauerei selber steht in wahrscheinlich schöner Location im Schatten des Phoenix West Hochofens oder dem ehemaligen Phoenix West Hochofen. Also da geht es ja quasi so um die Schwermetall- oder Stahlindustrie. Und auch die Webseite der Bergmann Brauerei, man kommt, glaube ich, bergmann-brauerei.de auch hin, aber es gibt, und das scheint auch die Hauptdomain zu sein, harte Arbeit, ehrlicher Lohn. Und das passt natürlich sowohl zur Stahlindustrie, aber auch zur Craft-Bier-Szene, denn die Biere einfach ein bisschen teurer als die schlanke Massenware. Und dann darf es eben halt, wenn man da Muskelschweiß und Hirnschmalz reinsteckt, dann darf es eben auch ein bisschen mehr kosten, beziehungsweise muss es ja dann auch. Und Dortmund ja sowieso vor 70 Jahren eine der noch pulsierendsten Bierstädte in Europa bzw. der Welt, war glaube ich sogar mal auf Platz 2 der Bierstädte weltweit. Also da hat sich einiges getan, leider rückwärts. Und da ist der Thomas Raphael 2005, das ist einer der Gründer von der Bergmann Brauerei, der ist auf die Idee gekommen, diese Brauerei zu gründen. Der Weg war allerdings nicht ganz so geradlinig. Er hat nach seinem Studium in einem Patent- und Markenregister oder für das deutsche Patent- und Markenregister gearbeitet und ist darauf gekommen, dass es eine Bergmann Brauerei in Dortmund gab. Wahrscheinlich kommt er selber auch aus Dortmund und hat sich dann gedacht, ja Moment mal, die ist 1796 ist die gegründet worden, 1972 hat sie den Braubetrieb eingestellt und die Markenrechte sind 2003 erloschen. Ja, die sichere ich mir doch mal, das ist doch lustig, da habe ich jetzt eine Biermarke quasi. Und ein paar Wochen später hing über seinem Schreibtisch dann die Markenanmeldung für die Bergmann Brauerei zu Dortmund. Dann hat ihm allerdings jemand gesagt, ja Moment mal, du verlierst die Markenrechte, wenn du das Ganze nicht mit Leben füllst. Und Bergmann Brauerei kann man halt auch nur mit Bier mit Leben füllen. Und er ist dann zur Brauerei Vormann gegangen und kannte da offensichtlich jemand. Und irgendwie hat er dann 20 Freunde zusammengetrommelt und sie haben den ersten Sud gemacht. Das Ganze nahm dann so langsam Fahrt auf, bis 2007 auf einer Firmenfeier sein Bier ausgeschenkt wurde und ein Journalist das offensichtlich zwischen die Lippen bekam. Und der hat dann da sehr positiv drüber geschrieben. Und dann ging das Ding wohl relativ durch die Decke, sodass er 2008 dann tatsächlich seine eigene Brauerei an den Start bringen musste. Damals noch mit dem 10 Hektoliter Sudwerk. Und ein richtiger Boom war die Idee, 2013 dann einen Kiosk in Dortmund zu übernehmen. Der war über einer öffentlichen Toilette. Was kann es denn Besseres geben als ein Standort für einen Brauereiausschank? Hat dann da tatsächlich auch eine Biergarten- oder eine Schanklizenz bekommen, dass er ausschenken durfte und wurde dann in irgendwelchen Reiseführern erwähnt und das Ding ist dann, glaube ich, richtig viral gegangen, wie man heute sagen würde. So, dass er 2017 dann einen neuen Standort eröffnen musste, 20 Hektoliter Sudwerk, der wohl auch der heutige Standort ist, beschäftigt im Augenblick 11 Mitarbeiter, 52 Aushilfen. Also man sieht, da kann man auch ein kleiner Wirtschaftsfaktor in einer großen Stadt werden. Das Ganze immer noch gebraut mit Wasser, Hopfen, Hefe und Malz. Und ich habe jetzt hier heute das Kellerpilz und Pilzbier, glaube ich, passt zum Ruhrgebiet auch wie die Faust aufs Auge. 5,2 Volumensprozent sind hier aufgerufen und
Ja, das soll es dann auch gewesen sein von den technischen Daten. Kronkorken hat man noch keinen eigenen. Ich würde sagen, wir machen das Ganze mal auf und schenken es. Und ich habe jetzt überlegt, was nehme ich für ein Glas, aber ich glaube, so ein Bier, harte Arbeit, ehrlicher Lohn, der fühlt sich auch nur wohl in so einem Glas wie hier, diesem kleinen Pintglas. Und man ist mir da hoffentlich dann auch nicht böse. Aber es hat eine schöne, ja, getrübte, aber gelb-goldene Farbe, ein richtig schöner, intensiver, 2,5 Finger breiter weißer Schaum obendrauf, bisschen Kohlensäure auch sichtbar in diesem, wie gesagt, minimal getrübten Bier. Der Schaum dann auch mit schöner Stabilität. Jetzt gucken wir, was die Nase zu milden hat. Oh! Also Kellerbiere allgemein ja durchaus dafür bekannt, dass es hier und da auch mal eine leichte Zitrusnote gibt, aber die ist hier relativ präsent. Helles Malz auf jeden Fall, leichter, grasiger Hopfen und eine schöne, leichte Karamellnote. In diesem Sinne, sehr zum Wohl. Cheers. Getreidig, grasig. Ja, auch die leichte Karamellnote ist gleich wieder da. So. Leicht brotig, bisschen Weißbrot, Zitruszeste haben wir auf jeden Fall noch mit dabei. Vielleicht auch ein bisschen Aprikose, also ganz leichte Fruchtnoten im Hintergrund. Eine mittlere, aber sehr präsente bittere. Das Bier ist unglaublich trocken. Das macht die bittere natürlich auch nochmal ein bisschen prominenter. Gar nicht so würzig und hat aber insgesamt trotz alledem ein schönes, weiches Mundgefühl. Super schön vollmundig, absolut süffiges Bier, knackt bis in die Balken. Und ja, so eine leichte Hefenote ist dann auch da. Schöner, schlanker bis tatsächlich mittlerer Körper, eine sanfte, aber feine Kohlensäure und eine glattere Textur. Und im Nachtrunk brotig, bitter, süffig, trocken und der Hopfen knackt dann eben auch nochmal richtig im Gebäck. Ich muss sagen, schönes Bierchen, was da kommt aus der Bergmann Brauerei zu Dortmund, das Kellerpilz. Und von Probierte V gibt es für dieses Bier wohlverdiente 4,5 Punkte für das Bergmann Kellerpilz aus Dortmund. Dann soll es von meiner Seite aus heute gewesen sein. Sagt danke fürs Zuschauen, danke für eure Tipps. Und ihr seht, es kommt immer wieder mal was davon hier auf den Kanal, auch wenn es manchmal schwierig ist, die Biere zu besorgen. Bitte nicht vergessen, Abo zu lösen. Und dann sehen wir uns morgen wieder mit dem nächsten Bier. Ich freue mich drauf. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.